Ach, bist jetzt erstmal weg. Okay, weit. Dann bis dann. Xbox andocken, Freunde. Xbox andocken, Freunde. Leck mich doch. Xbox andocken, Freunde. Seinem Spiel beitreten, Mensch. Alter, ich hasse diesen A-Knopf. Nur als Info Laguna. Ich bin erst nicht direkt aus der Party rausgegangen, sondern meine ganze Konsole hat sich so schön aufgehangen. Und beziehungsweise sie hat sich nicht direkt aufgehangen, sie hatte einfach wieder ihre Lieblingsmacke. Xbox abdocken. Ah. Irre mich auch. Nee, bei mir hat sich wieder die Xbox aufgegangen. Ich konnte im Hauptmenü gar nichts mehr machen. Hätte ich die Sprachsteuerung wieder nicht gehabt, dann hätte ich die Konsole manuell neu starten müssen. Das mag ich nicht. So, dann mache ich jetzt nicht mal Story Quest weiter. Pisst, wenn sowas nicht funktioniert, ne? Nicht zum Kotzen hier! Na gut. Dadurch, dass mein A-Knopf wieder geklemmt hat, wollte ich nur der Party beitreten. Was macht der? Der geht direkt Party und Spiel beitreten. Ich hab Abbruch gedrückt, du Arsch. Zum Kotzen. Echt zum Kotzen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alter. Steht gleich schon wieder Fehlercode, bla bla bla. Wir sind zu blöde, um sie zu begreifen. Doch nicht. Ja, ich bin rausgegangen. Ich dachte schon, er sagt gleich wieder schon Fehlercode irgendwas. Schickt euch doch selbst Fehlercode. Das dunkle Innere. Echt? Mein Beileid. Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Oh Mann.
Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit. Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Da, auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Wir sind drin. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Dieser Shit, ich mach an. Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Oder raus. 49% dahin. Pass mal drauf. Random. Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Das kann nicht sein. Die Schar. Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken. Oh. Du bist schon wieder fertig. Hast du letzte Nacht so wenig gepennt oder warum bist du so müde? Ich habe letzte Nacht auch nur 8 Stunden geschlafen. Was soll ich sagen? Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Na toll. Na super. Sei bereit für mehr.
Erstatte mir Bericht. Immer eine Ehre, Hüter. Treib die Nacht zurück, Hüter. Habe ich mir doch gedacht, dass du dich darum kümmern Tief würdest. In der Todeszone. Dorthin zu gelangen, ist schon der halbe Spaß. Verdammt. Sie sind noch nicht bereit. Lass sie weiterkämpfen. Mal sehen, was wir sehr gut. Pass auf dich auf. Und Laguna, was denkst du? Kommt mal der DLC-Bett raus? 3 Monaten. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Immer noch kein Nein. Nicht auf sich warten. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Jo, bis später. Ciao, ciao. Verdammt. Geht doch. Wir begeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Fingerklappe. Auf die Finger. Damit man boxen kann. Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden gar nicht weit weg. Ihr kleinen Arm, es läuft.